So, wir sind am Flughafen. Wir kommen zu einem neuen Urlaublog. Wir warten jetzt hier, bis wir oben mal einchecken können. Ist das ein Alk? Ja. Ja. Wir haben 9.50 Uhr fliegen wir. Mal gucken, wann ein Boarding ist. Ich denke mal eine halbe Stunde vorher. Und ja, heute früh war es auch ganz schön frisch. Also wir haben auf jeden Fall lange Sachen an. Und hoffen, dass alles gut geht. Und müde bin ich. Vielleicht mache ich Äuglein zu oder einem Flieger. Gucken. Lena ist da hinten. Hier ist unser Handgepäck. Ist alles gut. Hat eigentlich gut geklappt, alles mit durchkommen und so. Ich war natürlich die Einzige, die Frau mich angetastet hat. Weil irgendwas nicht ging, keine Ahnung. Und so. Spitze Nippel. Und? Bist du vollstochen? Doch. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich später.
Hey ihr Lieben, da sind wir im Hotel, ja. Wir haben laut Türkei, Moment, 7:30, das heißt in Deutschland ist 6:30. Wir sind fit und alle überwältigt vom Hotel. Anlage einfach riesengroß. Essen ist riesengroße Auswahl. Wir haben auch schon gegessen. Wir sind mega voll. Deswegen liegen wir kurz im Bett. Aber wir werden auch wieder gleich aufstehen, ein bisschen frisch machen und dann eine Feuershow angucken. Aber da werde ich euch noch nicht mitnehmen, weil die ersten 3 Tage, denke ich mal, wollen wir erstmal in Ruhe ankommen, in Ruhe nochmal alles angucken. Wir haben halt grob rüber geguckt, auch im Strand waren wir. Und da werde ich euch dann ein paar Tage später alles in Ruhe zeigen, zimmermäßig, essenmäßig. Landeflug, Startflug und die Landung habe ich auch mit aufgenommen, aber per Handy, das werde ich dann euch mit einblenden. Auch essenmäßig werde ich euch mit ihr einblenden, das habe ich alles mit dem Handy gefilmt, weil man denkt ja nicht so oft, die Kamera mitzunehmen, aber ich werde euch auf jeden Fall die nächsten Tage dann nochmal mitnehmen, was Essen betrifft und ja. Wir wollten euch kurz melden und ja, dann bis die nächsten Tage. Tschüss! So, wir haben heute Mittwoch, den 10.7. Wir müssen hier lang. Wir haben, ja, habe ich schon gesagt, dass wir Mittwoch haben. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Rezeption und warten, bis wir abgeholt werden. Unser erster Ausflug geht heute nach Aquarium in Ataya. Das soll das Größte sein, ne? Und da werde ich euch auch natürlich mitnehmen. Und plus Stadtführung, ja? In Altstadt, glaube ich. Wie gesagt, das werde ich euch dann alles nochmal zeigen, wenn ich nicht vergesse. Wir haben jetzt, glaube ich, auch wieder über 30 Grad. Morgen Abend soll laut der App mal gewittern für eine halbe Stunde. Mal gucken, ob wir das miterleben werden morgen. Wenn ja, werde ich es natürlich mal mit aufnehmen. Mal gucken, wie das ist. Und Samstag soll sogar... Ist das diesen Samstag? Was? Nee. Hat schon erledigt. Ja. Hallo! Und wir kommen natürlich sehr ins Schwitzen hier. Hier soll ja auch Katzenhaus geben, aber wir haben es noch nicht entdeckt. Mal gucken, ob wir es noch finden werden. Weil hier laufen auch Katzen, dann Babys haben wir rumgelaufen. Eidechsen. Aber die siehst du nicht, die sind ja richtig klein und verstecken sich. Und ja, also essenmäßig, wir sind super zufrieden eigentlich. Ja. Aber nicht zu mängeln. Magen-Darm haben wir noch nicht, alles gut. Und Eis haben wir noch nicht gegessen. Ja. Doch ja, ich habe schon Eis gegessen hier im Windbeutel. Das war richtig lecker. Eis zwischen die Windbeutel und dann schön mit Schokolade so drauf. Und, oh, ja. Vielleicht seht ihr auch mal welche Katzen hier. Ja, da werde ich euch auch mal mitnehmen. Ja. Ich wollte euch nur eine kurze Info geben und dann würde ich sagen, bis später.
Ach, hier oben bleibe ich jetzt. Schon mal Panorama von.
Das ist kein Blitz und Donner. Wo ist der Papa? Verfügung. Es kommt manchmal vor, dass sie Gäste fotografieren, ne? Und dann... Also erstmal mir folgen und dann haben sie Zeit zur freien Verfügung. Und wenn sie einkaufen möchten, können sie etwas früher raus. Oder fotografieren möchten. Sieht aus wie Disneyland, ja. Es gibt schöne Sachen zum Fotografieren. There's a lot of things to take pictures. Wer hat den gebaut im Park? With the archive, you have possibility to leave the terrarium and then come back. Also, Sie können mit dem anderen rein und raus. Wir waren interessiert am Weg, ich schon. Autobahn. Also, links geht es gleich hin, aber da können wir jetzt nicht. Wir müssen erstmal parken.
Hey ihr Lieben, da bin ich, Vitor, mit 10 Kilo mehr. Das Essen ist unglaublich gut, also egal wo du hingehst, gibt es überall zu essen. Aber ich versuche mich zu beherrschen. Wir haben heute Samstag, den 13. Ich war gerade duschen. Ja, ich habe auch Farbe abgekriegt. Hier ist ein bisschen rot, aber am Sonntag bin ich schön braun. Hier bin ich ein bisschen rot, hier. Sonst bin ich auch überall braun. Mein Mann ist komplett rot. Lena ist auch komplett braun, außer an den Beinen ist sie ein bisschen rot. Und ja, ich habe mehr mit dem Handy gefilmt als mit der Kamera. Ich werde euch das, denke ich mal, euch nebenbei mit einverblenden. Die Instagram haben das jetzt schon mitbekommen, weil ich habe das jetzt nebenbei auch mit Instagram überall mitgenommen, weil es gibt nämlich neue Update gewesen bei Instagram. Und wenn du filmst offline, kannst du bis zu 7 Tage noch hochladen und da wird gelöscht. Und das habe ich auch selber nicht als mitbekommen. Ich weiß das gar nicht, seit wann das überhaupt geht mit der Einstellung, weil ich, wie gesagt, ich hatte ja vorher kaum Stories noch gemacht und ja, ich finde das cool, die coole Aktion, sage ich jetzt mal. Ich kann euch den Account nochmal unten verlinken, weil ich habe den nämlich auch letztes Jahr schon aufgenommen und da sind sogar noch Videos von letztes Jahr mit drin. Ne? Da braucht ihr einfach nur auf mein Profil zu gehen, Urlaub draufdrücken, da seht ihr noch von letztes Jahr und dann die neuen, die jetzt ganze Zeit jetzt passiert. Ich lade die alle nämlich nach und nach erst hoch, wenn ich WLAN habe. Und ja, ich finde das eine coole Aktion und ich, wie gesagt, ich verlinke euch nochmal unten, wer noch kein Instagram hat. Es ist kostenlos, meldet euch an, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann seht ihr eh alles hier bei dem Vlog, hier bei dem Video, weil ich werde versuchen, die ganzen Videos, die ich bei Instagram hochgeladen habe, hier mit reinzuschneiden. Es kann passieren, dass alles im Hochformat ist statt Querformat, also wundert euch nicht. Aber ich gebe mein Bestes und ja, wir hatten am Mittwoch quasi den zweiten Tag schon einen Ausflug gehabt nach Aquarium. Ja, das war eigentlich nicht unser Fall, wie wir uns eigentlich vorgestellt hatten, weil wir hatten auf jeden Fall die Altstadt angeguckt vom Antalya. Das war mega, mega schöne Aussicht. Und ach, da habe ich auch so viele Bilder gemacht. Das kann ich euch alles einverblenden. Das seht ihr alles schon vorher. Ich erzähle das alles danach. Und dann sind wir in einem komischen Juwelladen gewesen, zu einem Wir-Shop. Da gab es viel Schmuck. Das war so teuer, das kannst du eigentlich gar nicht leisten. Und ja, eigentlich hieß es ja Ausflug Aquarium für mich. Mehr als Aquarium, sage ich jetzt mal. Ja, und das war komplett nach hinten verschoben. Da waren wir erst 16 Uhr erst dort. Und bis 17:30 hatten wir Zeit. Und ja, da waren wir eigentlich letztendlich auch ein bisschen enttäuscht, weil das einfach so kurz war. Und ja, wir fanden das irgendwie eine Abzocke, sag ich jetzt mal, weil die uns vorher irgendwo reingelockt haben. Da standen wir auch eine Stunde rum, weil wir ja nicht gekauft hatten. Wir sind ja gleich wieder raus. Und gestern hatten wir den zweiten Ausflug, also den Freitag. Den fanden wir auch mega, mega geil, sage ich jetzt mal, den Park. Ich kann den euch unten nochmal verlinken. Die Bilder werdet ihr auch schon alles gesehen haben. Und ja, aber das, jetzt kommt noch. Bevor wir ins Park gefahren sind, sind wir auch nochmal angehalten worden. Ich vermute mal, das ist so im Ausland, dass irgendwie, die machen damit auch Geld, sage ich jetzt mal, dass die Touristen irgendwo hinlocken und dann noch hier schön Cola einkassieren. Ich weiß es nicht. Da waren wir auch noch mal in einem komischen Souvenir-Shop. Das war vor allem auch in der Nähe, wo wir bei den ersten Ausflug waren. War auch wieder Schmuck, Schmuck, Schmuck. Ich muss sagen, ich bin eh ein Mensch, der eh eigentlich ganz, ganz selten Schmuck trägt, sondern nur Ohrringe eigentlich. Die sind ja auch nicht echt, sag ich jetzt mal. Und ich halte nicht viel vom echten Schmuck, Silber, Gold und ja. Weil das einfach, nee, das passt mir nicht. Wenn ich ehrlich das gekauft hätte, liegt es auch nur zu Hause rum. Und dann ist das auch schade ums Geld.
Und da standen wir auch eine Stunde, also wir sind auch gleich wieder raus und haben eine Stunde gewartet, aber ansonsten der Park danach, das war richtig geil. Also eigentlich hätten wir da 2 Tage gebraucht, weil das war schon riesengroß und wir haben auch die Delfinshow mit angeguckt, also das war mega, mega schön. Ja, da habe ich auch nicht allzu lange mitgenommen, weil ich wollte auch anderzeit auch genießen. Aber wie gesagt, ich werde alles im Handy einverblenden, weil ich habe das Handy mehr mit als die Kamera, weil wir haben nur die komischen Taschen, da sind die Handtücher drin, unsere Schuhe und ich habe Angst, wenn das Zeug nass ist, wird meine Kamera nass, weil mit dem Handy habe ich nämlich eine wasserfeste Hülle gekauft im Amazon vor dem Urlaub. Und da kann ich ja das Handy reinstecken und dann habe ich das überall mit. Also, sorry für meine Qualität dann mit meinem Handy, aber immerhin vergesse ich nicht, euch mitzunehmen. Und ja, also hotelmäßig, wir sind mega, mega geflasht und ja, das werdet ihr dann alles extra Video sehen, Roomtour und die ganzen Anlage und boah, das ist riesengroß, also das der Hammer, einfach nur der Hammer. Essen. Und wegen Essen, also das ist mega, mega, also da kann man sich richtig fett essen, sag ich immer. Deswegen hoffe ich, dass ich nicht mehr als 2-3 Kilo werden, wenn ich wiederkomme aus dem Urlaub. Ja. Ja, ich wollte nur ein kurzes Update geben, also nicht wundern, wenn es danach wieder mit dem Handy gefilmt wird, weil die Qualität doch ein bisschen anders ist. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut und wir werden uns dann nochmal sehen. Dann ciao. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ja, ich hatte bei Instagram, glaube ich, gezeigt, dass ich meine Haare eigentlich geflochten hatte. Oh, sorry für meinen Ausschnitt. Geflochten hatte, aber ich musste die nach 4 Tagen wieder rausmachen, weil ich irgendwie nicht richtig gehalten hat. Dann hatte ich halt auf dem Sonnenbrand auf der Kopfhaut bekommen. Und ich hatte irgendwie eine Blase auf dem Kopfhaut. Also es war extrem. Da habe ich gesagt, nee, das tue ich mir nicht weiterhin an und mache es raus. Die waren so dünn geflochten, also da habe ich gestern einfach die Gummis rausgemacht und habe über die Nacht einfach so gelassen. Und durch den Schlafen ging das auch nicht alles raus. Und durch das Wasser ging das zum Glück raus alles. Weil sonst hätte ich ewig da gestanden und geflochten. Die haben so dünn geflochten. Eigentlich wollte ich die Haare so machen, wie ich hier vor 2 Jahren hatte. Wer mich schon länger verfolgt, ihr wisst ja, wie die ungefähr aussahen. Ich kann das Video unten nochmal verlinken. Da habe ich nämlich auch extra Video gedreht gehabt, wie ich die rausgemacht hatte. Genau. Und das war komplett anders. Und ja, blöd gelaufen, sage ich jetzt mal. Beim nächsten Mal, wenn wir fliegen oder fliegen sollten, werde ich das einfach in Deutschland machen lassen, weil das ist viel, viel besser, sage ich jetzt mal. Und jetzt föhne ich die und werde die hochstecken. Ich habe die auch extra gekauft. Ich hoffe, ich kann das noch, weil ich will die reinmachen und dann auch wieder reinmachen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Deswegen werde ich euch mitnehmen, einfach einen Schnelldurchlauf und werde euch danach das Endergebnis zeigen. Aber erst muss ich die föhnen. So, ich bin fertig, also mein erster Versuch wieder nach 2-3 Jahren, das ist schon ewig her, also sieht zwar ein bisschen komisch aus irgendwie, das steht mir nicht so ganz, ich hätte vielleicht das hier nehmen sollen, aber ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat, gleich beim ersten Mal, und ich ewig rummehre und bei der Armbrotzeit lasse ich das jetzt einfach. Und ja, wird mich auch nicht stören, aber Hauptsache mein
Haare sitzen. Also ich habe meine Haare jetzt nicht komplett föhnen können. Also es hat richtig wehgetan. Auch, ich konnte auch nicht so sehr nah an der Kopfhaut kämmen, obwohl die Haarbürste, die habe ich schon ewig. Also ich weiß nicht, also ich habe mich richtig verbrannt. Also da muss ich halt aufpassen. Und ja, hier gucken ein paar Babyhärchen raus. Ist jetzt nicht so schlimm. Apropos der mir die Haare gemacht hat, der Mann, hat zu mir gesagt, ich müsste meine Haare nochmal schneiden lassen, weil die am Spitzen sehr, sehr dünn sind. Ich habe die im Januar schneiden lassen und der sagte, mindestens 10 cm müsste runter. Ich so, okay. Ich sollte doch mal vielleicht alle paar Monate meinen Friseur. Die sind auch extrem auch schnell gewachsen jetzt, muss ich sagen. Also hätte ich rot noch gehabt, hätte ich ewig gedauert. Aber ich werde die, denke ich mal, im September schneiden lassen. Vorher nicht. Ja, meine Lieben, ich mache mir noch die Ohrringe rein und ein bisschen Augen-Make-up und dann bin ich fertig. Ja, und dann würde ich sagen, ich melde mich dann später. Tschüss.